Moin Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video, beziehungsweise neu, alt. Wir sind heute mal Wiederholungstäter und schauen mal in einer Kirche vorbei, die wir schon vor, ich sag mal, ungefähr 10 Monaten besucht haben. In der ganzen Zeit hat sich einiges getan hier. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal im Internet ein paar Bilder gesehen, wie es hier mittlerweile aussieht. Aber wir haben uns gedacht, nachdem es hier vor kurzem noch gebrannt hat, schauen wir mal nach, wie es hier mittlerweile aussieht, bevor hier irgendwann keine Zugänglichkeit mehr ist oder die Kirche irgendwann ganz in Flammen steht. Ich kriege schon kaum mehr Luft, deshalb gehen wir los. Ja, wie wir hier reingekommen sind, da könnt ihr ja mal in das erste Video reinschauen, was wir hier zu hochgeladen haben. Da haben wir noch den Tunneldurchgang mitgefilmt. Das haben wir uns jetzt diesmal geklemmt, beziehungsweise der Fox hat gefilmt. Den habe ich heute auch noch mal mit im Schlepptau. Ja, das dürfte das Taufbecken sein. Ja. Da hat es mal gestanden, genau. Jetzt liegt es zur Hälfte leider im Schacht. Genau, das habe ich im Video von Adventure Buddy gesehen. Oder macht er noch Fremdwerbung? Ja, Leute, ich zeige euch mal, was sich hier getan hat in der letzten Zeit. Relativ viel Zeit und Mühe investiert, und wenn ich mir mal überlege, wie viel Farbe hier auch bei drauf gegangen ist, war das Ganze mit Sicherheit auch nicht billig. Allerdings muss man sich da auch einfach mal die Frage stellen, wir sind hier in der Kirche, klar ist die jetzt verlassen, aber natürlich ist das auch richtig schön provokant und sieht super aus, aber die Frage an der Stelle, ob das hier unbedingt hingehört, ich weiß nicht. Ich finde es schon ein bisschen krass. Und was ein bisschen komisch ist, haben wir beim letzten Mal beim Aufgang in den Kirchturm nach oben zu den Glocken eigentlich gesehen, dass hier noch relativ viele Tauben hier zu Hause gefunden haben. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt ist, die Masse an Federn, die jetzt ausgerechnet hier vorne auf der Treppe liegen. Wir könnten eben einmal selber schauen. Alles, was hier rumliegt, abgesehen jetzt von den Fotos und Postkarten, sind alles Vogelfedern. Ich meine, wenn man sich die Wanddeko hier mal anschaut, dann kommt ja schon fast der Gedanke etwas naheliegend, ob man nicht versucht hat, hier noch irgendwas zu opfern. Hier an der Stelle, wenn ihr das mal mit dem Video vergleicht, was wir, ich sag mal, vor gut 10 Monaten hochgeladen haben, dann hat an der Stelle noch ein Buch gelegen, ein bisschen Deko, ein paar Rosen. Eigentlich war das relativ schön hier alles hergerichtet. Man konnte noch toll Fotos machen. Jetzt mittlerweile ist nicht mehr viel davon übrig. Hier hat bis vor kurzem noch ein Gesangsbuch oder eine Bibel gelegen. Und das Taufbecken, man sieht es noch, der Fuß steht noch. Liegt aber jetzt mittlerweile quasi eine Etage tiefer. Werbung in eigener Sache, was ich ja schon des Öfteren mal in Videos gesagt habe. Wenn ihr auch außerhalb von YouTube auf dem Laufenden sein wollt, was wir so treiben, beziehungsweise auch mal Fotos oder Story-Videos sehen möchtet, die nicht in den YouTube-Videos auftauchen, dann
Macht euch doch mal die Mühe und besucht uns auf Instagram. Die Links sind wie immer unten in der Infobox. Und dann bekommt ihr auch schon Bilder, teilweise Wochen, bevor das Video irgendwann online geht. So, die können mich jetzt auch für bekloppt halten, aber ich höre da ganz deutlich Geräusche von da oben. Ich meine, mittlerweile ist der Spot hier ja relativ bekannt. Möglich, dass hier noch andere gerade sind, aber ich wollte zumindest mal in die Ecke gucken. Ja, was man auch schön sieht, wenn ihr euch das erste Video von uns mal anschaut, das wir hier gedreht haben, dass auch die ganzen Bänke, die ganzen Sitzreihen hier noch alle schön intakt gewesen sind und schön sauber nebeneinander gestanden haben. Und mittlerweile ist da eigentlich nur noch Schutt und Asche von übergeblieben. Und wenn man sich dann überlegt, dass es hier vor ein paar Tagen gebrannt hat, dann packt man sich einfach nur noch mehr am Kopf. Zumindest die Schätzchen hier hat es nicht erwischt. Ich wollte ja eigentlich Bohemian Rhapsody spielen. Kannst du spielen? Jetzt hört doch jede Sau. Hört doch jede Sau. Ja, natürlich. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie das... Nee, das ist... Okay. Man muss es nicht übertreiben. Oh, hier kommt noch die Orgel. Das ist immer so ganz klasse. Das haben wir hier. Ein bisschen aufpassen mit dem Licht. Deshalb auch sorry an der Stelle. Das ist nun mal jetzt gerade ein heißer Spot hier. Ich denke auch gerade die Anwohner sind hier wahrscheinlich ein bisschen sensibel geworden. Wenn die hier irgendwas blitzen und blinken sehen, ich denke, dann kriegen wir hier relativ zügig Gesellschaft. Und ich sehe auch gerade, dass die Tür nur recht notdürftig wieder zugemacht wurde. Da fehlen ganze Stücke. Wenn du magst, dann gehen wir hoch. Weil wir wollen uns das natürlich nicht nehmen lassen und mal schauen, was das wohl bekannteste Fenster der Urbex-Szene gerade macht. Beziehungsweise was davon noch übrig ist. Hier sind wir jetzt in einer Zwischenebene, quasi noch unter dem Fenster. Also hier sah es vor 10 Monaten auch nicht wirklich besser aus. Und klar, dass es auch nicht schöner wird mit der Zeit, ist auch irgendwo logisch. Das, was ihr jetzt da seht, ist zwar Fenster, aber nicht das Fenster. Der stand eigentlich auch mal eine Etage höher. Leute, wie schon gesagt, sorry, dass ich jetzt nicht übertreiben kann. Und da ist es. Und noch auf. Allerdings leicht beschädigt das Ganze. Ausblick, oder?
an der Stelle will ich dann auch direkt einmal die Gelegenheit nutzen. Gebt uns doch für das Video einen Daumen nach oben, wenn es euch bis jetzt schon gefallen hat, und abonniert den Kanal. Werde das Ganze aber auch nochmal am Ende des Videos sagen. Ja, und hier, da blende ich euch an der Stelle einfach mal ein Foto ein, was wir hier gemacht haben bei unserem letzten Besuch. Da stand an der Stelle noch ein Stuhl, zwei Stühle und ein Tisch. Ja, und mittlerweile, ihr seht's, sind selbst die Fenster kaputt gedeppert. Hier war nicht ein Fenster kaputt, als wir das letzte Mal hier waren. Sorry an der Stelle, wenn ihr mich jetzt etwas schlechter versteht, aber was hier in den 10 Monaten an Taubenscheiße dazu gekommen ist, ist unnormal. Ach, ehrlich, guckt euch das mal an. Alles, was ihr auf dem Boden seht hier, ist Taubenmist. Aber natürlich, wenn hier alle Fenster aufstehen, dann kommen die hier natürlich auch alle rein. Ich blende euch nochmal ein Foto ein von hier oben. Und dann gehen wir auch schon weiter. Den Weg jetzt weiter nach oben, den kennt ihr aus unserem ersten Video. Und wenn ihr die Balken quietschen, hört ihr über mir, das ist der Fox jetzt gerade. Wenn ihr wissen wollt, wie es da oben aussieht, schaut doch eben in unser erstes Video von hier rein oder in das Video vom Adventure Fox, weil das spare ich mir jetzt. Ja, was wir an der Stelle jetzt noch nicht ausmachen konnten, was jetzt wirklich den Feuerwehreinsatz hier ausgelöst hat. Wir hatten oben an dem Altar ein paar verschmorte Stellen. Nach der Feuerwehraussage hat es auch nur leichte Rauchentwicklung gegeben. Aber so richtig nach Brand sieht es jetzt hier nicht aus. Man kann es auch nicht riechen. Also an der Stelle habt ihr so ziemlich alles Wichtige gesehen, also das, was ich euch zeigen wollte. An der Stelle nochmal, ich mache euch hier oben einen Button irgendwo in die Ecke, der poppt jetzt auf. Zu dem Video, was jetzt ungefähr 10 Monate her ist, könnt ihr euch mal einen Eindruck davon verschaffen, wie es da noch aussah und wie sich die Hütte hier verändert hat. Ob zum Positiven. Mit dem Satan himself oder eurer Meinung zum Negativen. Aber schreibt uns das am unten in die Kommentare. Ist das, was ihr jetzt hier gesehen habt, okay? Ist das künstlerische Freiheit? Kann man das machen in der Kirche oder ist es ein absolutes No-Go? Würde mich eure Meinung mal interessieren. Ja, wie immer an der Stelle, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Das Glöckchen aktivieren würde Sabrina an der Stelle jetzt sagen. Die haben wir heute leider nicht dabei, weil es jetzt gleich noch etwas weiter geht in den Abgrund. Wir tauchen noch in die Katakomben von einer anderen Location ab. Aus dem Grund alleine schon solltet ihr den Kanal abonnieren, damit ihr da nichts mehr verpasst. Und jetzt quatsche ich schon wieder viel zu viel. Ich bin raus an der Stelle. Schaut beim Fox rein. Link packe ich euch unten in die Infobox und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.